abgeben. Also grundsätzlich ist der Einsatz bislang gut verlaufen. Also bislang heißt, wir haben nach wie vor noch in der Münchner Innenstadt Aktivitäten. Fangen wir da mal an. Wir haben in der Münchner Innenstadt rund um den Marienplatz eigentlich so seit 2 bis 3 Stunden rund 100 Personen, die sich dort immer wieder zusammenfinden. Keine wirkliche Versammlung bilden, aber gleichwohl offensichtlich thematisch in die gleiche Richtung gehen. Jetzt mal bezogen auf die Theresienwiese ist es so, dass unser Einsatzkonzept bislang ganz gut aufgegangen ist. Die 1000 Teilnehmer wurden eingehalten. Der Versammlungsleiter, in diesem Fall war es eine Versammlungsleiterin, hat es auch tatsächlich entsprechend den Maßgaben soweit umgesetzt. Was wir festgestellt haben, ist dann ein Zulauf von rund 2500 Personen gewesen im Außenbereich, also rund um den Bavaria-Ring, aber auch an den Straßen dorthin. Unser Grundkonzept sah ja vor, recht weitläufig bereits Punkte einzurichten, die man passieren muss, um dann dort zuzumachen. Unser Aspekt ist ja, dass wir nicht nochmal diese Vermassung und diese massive Gruppenbildung wie auf dem Marienplatz haben wollten, weil das einfach unglaublich schwer zu handeln ist. Und insofern haben sich diese 2500 Personen relativ gut verteilt. Ändert aber nichts daran, dass sie teilweise so eng beieinander standen, dass wir dann tatsächlich von außen nach innen diese Personen angesprochen haben, sie aufgefordert haben, sich zu entfernen. Bei den Personen, die es nicht gemacht haben, haben wir zum Teil die Identität festgestellt. Bei einigen Personen kamen wir um eine Gewahrsamnahme nicht umhin, so dass wir dann am Ende des Tages um uns herum tatsächlich diese Personen relativ gut wegbekommen haben. Es hat natürlich ein bisschen gedauert, aber es hat funktioniert. Und blicken momentan zurück auf eine Statistik von 20 Anzeigen bislang nach dem Infektionsschutzgesetz. Das ist dann eher das Thema Abstand in der Versammlung gewesen. Und gleichzeitig derzeit aktuell über 200 Identitätsfeststellungen, teilweise mit kurzfristiger Ingewahrsamnahme. Davon sind einige noch im Präsidium, aber keine längerfristigen Festnahmen. Wie wird das Ganze sanktioniert? Da waren wir was von 500 Euro in der... Das kommt auf den Art des Verstoßes an. Also wenn ein Auflagenverstoß durch einen Teilnehmer begangen wurde, beziehungsweise bei einer aufgelösten Spontanversammlung, beziehungsweise einer entsprechenden Auflöseverfügung, dann sind das bei dem Teilnehmer bis zu 500 Euro. Aber das muss man sich immer im Einzelfall angucken. Da gibt es jetzt nicht im Straßenverkehr einen Bußgeldkatalog, den man rauszieht, sondern da zählt jeder Einzelne. Können Sie was sagen zu den Menschen, die drumherum standen am Bavaria-Ring, also linksextreme, rechtsextreme Reichsbürger? Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Aussage. Man muss dazu sagen, dass, wenn man sich die Person angeschaut hat, das ist jetzt erstmal ein erster Eindruck nur, das müssen wir uns natürlich nochmal vertiefend angucken, wir tatsächlich einen großen Anteil aus dem bürgerlichen Spektrum hatten. Gleichwohl haben wir aber auch aus beiden politisch-ideologischen Spektren rechts-links Personen festgestellt. Wir haben auch, ich sag mal, bekannte Persönlichkeiten aus dem rechtsextremistischen Bereich hier wahrgenommen. Aber gleichwohl muss man sagen, die absolute Mehrheit der Personen war da tatsächlich nicht zuzuordnen, sondern rein vom geäußerten Meinungen, vom gezeigten Erscheinungsbild eher dem bürgerlichen Lager zuzuordnen. Mittendrin hatten wir natürlich immer mal wieder Personen, die, ich sag mal, rein von mitgeführten Accessoires oder Schildern dann tatsächlich auch bestimmten Szenen zuzuordnen waren, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, aber auch das waren eher Kleingruppen, so dass man sagen kann, sehr heterogen, ohne da jetzt wirklich eine Quantifizierung vornehmen zu können. Und das Grundfazit der Polizei München zu diesem Einsatz? Ja, wir sind zufrieden, dass das trotz der Vielzahl von Personen, am Ende des Tages reden wir von 3500 plus das, was in der Innenstadt unterwegs war, gut geklappt hat. Wichtig ist auch, dass wir tatsächlich sehr deeskalativ, aber trotzdem konsequent arbeiten konnten. Das ist ja eine ganz wichtige Aussage, ne? Also wir haben jetzt nicht zugeschaut und haben aber jedem die Chance gegeben, sich zu entfernen, haben klipp und klar auch gesagt, wie der nächste Schritt sein wird. Und jeder, der es dann wissen wollte, der hat dann im Prinzip auch seine Maßnahmen zu tragen gehabt. Aber in den Fällen, wo wir dann tatsächlich zum Beispiel die Identitätsfeststellung oder die Gewahrsamnahme durchführen mussten, war es so, dass dies tatsächlich auch alles unter der Wahrung der Verhältnismäßigkeit folgen konnte und insofern sind wir zufrieden.